Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wie immer bestens. Und wie immer, ohne langes Rumgerede, legen wir direkt los. Jetzt geht's los mit La Cassette. La Cassette haben wir hier. Produced von Trevon on the Track und 808-12. Mixmaster bei Prods J-Rock. Videoproducer ist Chunk Dot und directed by Mac Duke. Legen wir los. Ich bin gespannt. Nice gemacht. Der Anfang war stark. Der Anfang war stark gemacht, kann man sagen, was man will. Ja. 30 Mille im Pott kleiner. Gestern ist einer gestorben, am nächsten Morgen stirbt noch einer. Alle auf Schaden, ich brauch dreimal, um die Ware zu tragen. Stell keine Fragen, ich kann nur sagen, jeder kommt plack hier in Blau. 4 Tage auf Schem, lag ich mal streit, mein eigenen Cousin. Mir flüstert in einem Mem, niemand kann die verbieten, die Schlaggy zu nennen. Sie fühlen sich wie Bonnie und Clyde, doch ich seh die beiden wie Barbie und Ken. Steige mit. Bis jetzt ist es ist okay, ich muss vielleicht mal damit warm werden, weiß ich nicht. Der Beat ist sehr, sehr eingängig. Chem und Cheyenne vom R6 in dem Porsche Cayenne. Ich mach kein Bella, ich bin ein Geschäftsmann. So viele Drogen genommen, das Leben fühlt sich für uns nicht mehr echt an. Also eine Pizza hätte ich jetzt auch Bock. Vielleicht mein Schwester mit Glück, doch lernst du mich kennen, siehst du nur Pech an. Alles läuft besser, doch mir geht's schlechter. Ein Film wie in den Straßen der Bronx. In der Club läuft mein Song. Rap war tot, dann ist Lucky gekommen. Also, ja, es ist in Ordnung. Ich fand die anderen Songs krasser. Aber das liegt vielleicht auch so an den sehr eingängigen Beat bei mir, weiß ich nicht. Troll an mit dem Mob, die guckt alle geschockt. Steig aus wie der Don. Also es hat was, man nickt ja auch mit dem Kopf mit. In die Kopf, in den Straßen der Bronx, in der Club läuft mein Song. Die Hook ist cool. Rap war tot, dann safe. Ist Lucky gekommen. Ich roll an mit dem Mob, die guckt alle geschockt. Steig aus wie der Don, hab am Nacken die Cops. Ist cool, aber ist jetzt textlich nicht der Überrenner, die Hook. Aber man nickt mit dem Kopf auf jeden Fall dazu mit. Der Bounce ist da. Kick mehr Bälle als Miro Klose, enge Modell auf Dose. Mich siehst du selten, Coyote, Wechselnose, sie geht schon auf Hose. Mach Mascara auf, mein Kopf drückt den falschen Knopf, gibt's Tote. Ich nehme dich ein Tag mit, du bekommst die Schose. Lucky Patron. Also ich muss bis jetzt ehrlich wirklich eingestehen, der Song holt mich nicht wirklich ab. Ich habe mich schon gefreut auf La Cassette. S&S dachte ich mir, okay, was wird das? Aber bis jetzt holt er mich nicht mega ab, der Song, muss ich sagen. Du bist nicht Pablo, du bist Cabron. Egal, wer uns ficken wollte oder gefickt hat, hat seine Packung bekommen. Nicht mal der Tod ist umsonst. La Cassette ist aus dem Nix um die Ecke gekommen. Chill im Salon. Das stimmt allerdings. La Cassette ist aus dem Nix um die Ecke gekommen. Wobei schon einige behauptet haben, dass er einfach nur hochgepusht wurde mit den Klicks und alles hochgekauft wurde. Habe ich irgendwo auf TikTok gesehen. Wer war das? Weiß ich nicht. Ich will auch jetzt nichts Falsches sagen, aber jedenfalls wurde das behauptet. Und der hat da auch ein bisschen mehr angeblich recherchiert. Müsste man sich nochmal schlau machen. Vielleicht werde ich dazu nochmal was machen. Aber auch wenn. Rap-technisch ist La Cassette ja cool. Nur der Song holt mich jetzt persönlich nicht ab. Set ist aus dem Nix um die Ecke gekommen. Chill im Salon, neben Salam und Shalom. Ein Film wie in den Straßen der Bronx. In der Club läuft mein Song. Da gucken wir uns nochmal an kurz. Ein Film wie in den Straßen der Bronx. In der Club läuft mein Song. Rap war tot, dann ist Lagla. Krass wäre, wenn die das Auto echt da in die Luft gejagt hätten. Angezündet hätten. Wobei das auch nichts Neues mehr wäre, haben auch schon einige Rapper gemacht. Steig aus wie der Don, hab am Nacken die Kopf. In den Straßen der Bronx, in der Club läuft mein Song. Rap war tot, dann ist Lucky gekommen. Ich roll an mit dem Mob, ich guck da alle geschockt. Steig aus. Also man nickt mit dem Kopf mit. Es hat schon was. Aber es ist jetzt kein Song, den ich mir jetzt dauerhaft anhören würde. Steig aus wie der Don, hab am Nacken die Kopf. Mac Duke. Video war ganz cool.
Bruder, ich kann gerade nicht, egal wie sehr ich will. Ich küsse dein Herz, Bruder. Du kannst mich später anrufen oder so? Scheiße, Dicker, egal, ich liebe dich. Ich bin gerade bei Bisa, ich hatte bis dann. So. Das war La Cassette S und S. Gebt auf jeden Fall ein Like. Wie gesagt, ich habe ja auch die ganze Zeit mit dem Kopf mitgenickt, habe ich mich selber erwischt gehabt. Aber es ist, der Song war in Ordnung, wie gesagt, aber war jetzt nichts, wo ich sage, ja, Mann, mega krasser Song. Also von mir gibt es 3 Flammen, weil der Song war nicht schlecht, aber war auch jetzt nicht, wie gesagt, für mich das Krasseste. Aber 3 Flammen hat er sich verdient. Rap, Stimme, ich mag seine Stimme. Ich mag seine Stimme von La Cassette. Ich bin gespannt, was er noch bringt oder was dann noch von ihm kommt, ob da noch eine große Steigerung kommt. Beat-technisch wäre mal schön, wenn da irgendwie eine Variation kommt, was anderes. Aber lassen wir uns überraschen. Der ist ja erst frisch auf den Markt sozusagen. Er hat heute ein bisschen früher released, hat schon hier seine 14.000 Aufrufe. So, gleich geht's weiter mit einer anderen Reaction. Meine Freunde, schreibt immer in die Kommis, wie ihr den Song findet von La Cassette S&S. Seid ihr der Meinung, der ist krass? Schreibt es in die Kommis. Und wenn ihr sagt, der ist nicht so krass, schreibt es auch in die Kommis. Ich mag La Cassette. Ich finde ihn ziemlich cool. Der Song hat mich nur persönlich nicht abgeholt. Aber ist ja auch alles Geschmackssache. So, Like ist da. 3 Flammen habe ich da gelassen. So, meine Freunde. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Am Anfang habe ich meine Beats gepusht. Könnt ihr gerne nur gepostet. Könnt ihr gerne noch mal ein bisschen pushen. Geht drauf. Hört euch die Dinge an. Ansonsten, meine Freunde, hoffe ich, sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin, bleibt stabil, bleibt gesund. Ich bin raus. Peace.